So hat man die Hertha-Stars noch nie gesehen. Fabian Lustenberger, Hajime Hosogai und Thomas Kraft am Filmset. Alle drei standen für den Werbespot zur Hertha-Helden-App vor der Kamera und durften ihr verborgenes Schauspieltalent beweisen. Drehbeginn für Fabian Lustenberger am frühen Morgen im Friseursalon. Großer Aufwand für eine kleine Szene. Lusti hatte trotzdem Spaß und zwischendurch auch etwas Zeit zum Gespräch mit Axel Kruse. Hättest du gedacht, dass es so aufwendig ist alles? Nein, also ich bin überrascht oder auch erstaunt, dass es so viel Material braucht für so kleine Szenen. Und das ist schon beeindruckend, was da alles immer im Hintergrund auch läuft, was man gar nicht so mitkriegt. Also du hast ja gerade gesagt, die Idee mit den Lockenwicklern war meine. Redest du trotzdem noch mit mir weiterhin? Ja, ich habe vorher schon gesagt, wenn du mich mal zum Essen einlädst, dann können wir die Sache gerne vergessen und deswegen ist das kein Problem. Das Essen ist drin. Super. Im Werbespot werden die Herthaner in Alltagssituationen zu kleinen Helden. Ein Held zu sein, das kennen sie sonst eher vom Fußballplatz. Ja, schlussendlich geht es darum, auf dem Platz seine Leistung zu bringen und zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir als Mannschaft Spiele gewinnen, ist man automatisch auch ein bisschen der Held der Fans. Jeder einzelne Spieler ist dann sozusagen ein bisschen der Held und von dem her genießt man das schon. Und im Alltag hatte ich bis jetzt noch nicht so viele Gelegenheiten und nicht so viele Momente, wo ich irgendwie der Held sein musste. Ich hoffe, dass ich für meinen Sohn der Held bin. Und der Rest, ja, mal schauen, was in Zukunft kommt. Mit der Hertha Helden-App können Fans während der Heimspiele ab der 60. Spielminute ihren Spieler des Tages wählen, erhalten nebenbei wertvolle Zusatzinfos wie Live-Statistiken und Spielerdaten. Der Held des Tages wird dann nach dem Spielende im Stadion verkündet. In der App enthalten ist übrigens auch die jeweils aktuelle Spielzugfolge. Thomas Kraft war schon einmal Held des Tages. Er findet die neue App. Also zumindest finde ich das eine tolle Idee, auch für die Zuschauer und für die Leute im Stadion, was cool ist, um einfach ihre Meinung dazu tun, wer ja, heute am besten für sie in den Augen war. Und für uns ist es natürlich dann auch interessant. Ich meine, das spielt keine große Rolle, aber wir haben es natürlich auch am Ende der Saison schon am Ende der Hinrunde schon mitbekommen, dass es so läuft. Und das ist eine interessante Sache. Voller Einsatz am Set, ein langer Drehtag, Spaß gemacht hat es den Beteiligten trotzdem. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Zu sehen gibt's den fertigen Spot unter anderem im YouTube-Channel der Deutschen Bahn.